Total Absturz spielen wir heute und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA Online. Wir hauen jetzt hier nochmal ein Verwandlungsrennen raus, keine Ahnung, nee. Ich hau halt eins auf YouTube raus oder irgendwie so, ist ja wurscht. Ich habe die Weste eingenommen, ist mir relativ, viele gerade Strecken sind dabei, habe ich gesehen. Ich habe das ebenfalls noch nie gespielt, aber die Minimap hat halt, die Vorschaukarte hat halt gezeigt, dass da ziemlich lange gerade Strecken dabei sind. Da habe ich mir gedacht, da nehme ich mir doch mal einen Devesta Eigen her. Der Kandidat hier übrigens ist mein Lieblingsflugzeug eigentlich, weil lässt sich einfach mega gut steuern. Also mit denen komme ich super gut zurecht. Mit denen habe ich echt keine Probleme. Mit vielen anderen Flugzeugen kann man ja schon mal Probleme haben, finde ich. Ja, aber na gut. Ich habe eingestellt Kontakt an und aufholen ein und ja, Windschatten und ja, volle Palette halt, dass hier ein bisschen Action reinkommt, dass ihr das auch ein bisschen vielleicht vor eurem Monitor ein bisschen abenteuerlicher habt, wenn ihr meine Videos anschaut. Es ist ein Punkt-zu-Punkt-Rennen, ne? Also es ist kein mehrere Runden oder so, sondern Punkt-zu-Punkt-Rennen und wir sind jetzt bei Kontrollpunkt 14. Ah, oh, da rammen die schon wieder ordentlich. Aber ist auch schwer, nicht. Ah, ja. Das geht jetzt in die Hose, oder? Bitte nicht. Bitte nicht. Ach, Junge, ey, das ist so unnötig, ey. Das ist so unnötig, ey. Aber so unnötig. Nee, wirklich. Habe ich ja, weißt du, sich. Achso, naja, gut, wie viel Rückstand habe ich denn jetzt? Ich muss ja erst zum Kontrollpunkt, um zu sehen, wie viel Rückstand ich jetzt habe. 13 Sekunden, das, naja gut, das kriegen wir noch hin, also das kriegen wir noch hin, ich sag mal so, das bekommen wir hin, weil aufholen ist ja ein und wir haben ja noch, voll viel zum Fahren, wir haben ja noch, gut, ein Drittel haben wir auch schon wieder, ging jetzt irgendwie schnell, für das, dass es ein Punkt-zu-Punkt-Rennen ist, aber ich bin jetzt mal optimistisch, dass ich da jetzt rankomme, 10 Sekunden schon, das passt, ich hab gedacht, ich habe Windschatten eingestellt, wo ist der jetzt, ah, hier ist er, da ist der Windschatten, ziehen wir mal vor, ramm mich ab. Oh, der Junge, der ist am dran, der wurde weggerammt, ey. Von stehendem Fahrzeug. Aber warum steht man da auch? Ganz komisch, ey, ne? Oder? Also, ich weiß ja nicht, warum man da rumsteht. War halt irgendwie am Gammeln, ne? Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von Skate, also von die Skate-Spiele haltet, ja? Also, ich habe ja Skate 2, habe ich ziemlich viel gespielt. Skate 3 gibt es ja auch schon lange. Ich glaube, das ist 2010 oder 2011 ist es rausgekommen. Also auch schon voll der alte Schinken, schon 10 Jahre alt. Aber ich glaube, 2022 oder so. Also man weiß es noch nicht genau. Aber nächstes Jahr soll ja anscheinend mal wieder ein neuer Skate-Teil rauskommen. Und zwar Skate 4. Auf das bin ich persönlich mega gespannt. Und werde ich mir auch, werde ich mir eigentlich fix holen. Weil ich halt wirklich Fan bin von die Skate Teile, obwohl ich Skate 3 nie gespielt habe, aber keine Ahnung, ich habe halt Skate 2 dafür halt voll viel gespielt. War echt ein cooles Spiel. Ist halt einfach was ganz anderes wie Tony Hawk. Aber schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von Skate-Spiele haltet. Also genau auch eben das Skate 2, 3, ob ihr das gespielt habt und ob ihr euch halt auch Skate 4 dann holen werdet oder ob ihr euch drauf freut oder wie auch immer halt, ne? Damit mit Skate-Spiel meine ich jetzt nicht Tony Hawk. Tony Hawk habe ich auch viel gespielt. Aber, Junge, ach, ja, toll. Toll, ey. Da will ich ein bisschen was über Skate erzählen und dann. Na gut. Was sollen wir machen, ey? Platz 6. Platz 6. Ich muss kurz checken. Kontrollpunkte über die Hälfte haben wir schon. Und jetzt haben die einen Vorsprung von 8 Sekunden. Ja, gut. Könnte sich wieder ausgehen. Könnte sich noch ausgehen, ja. Also, ich habe auch viel Tony Hawk gespielt. Nur ist halt die Steuerung ist halt einfach bei Skate viel anspruchsvoller, ne? Bei Tony Hawk, da drückst du halt irgendeine Taste und machst halt eine Million Punkte oder so irgendwas in die Richtung. Und bei Skate, da brauchst du halt wirklich schon ein bisschen mehr Skills und es ist halt einfach realistischer, sag ich mal. Ne? Darum gefällt mir schon echt sehr, sehr gut. Ne? Jetzt mal schauen, dass wir hier wieder ein bisschen nach vorne kommen hier. Was haben wir denn? 7 Sekunden noch? Na gut, wir haben ja auch noch über 15 Punkte. Wir haben noch 17 Checkpoints. Wird eine knappe Partie, aber könnte sich zum Ende hin eventuell ausgehen. Ich meine, wenn wir hier crashen nicht. Aber wir haben ja ein schnelles Fahrzeug. Also von dem her, na gut, jetzt verwandeln wir uns schon wieder in ein Flugzeug. Was haben wir denn noch? 5 Sekunden, okay, das geht sich aus. Das sind eher, sind das alle? 1, 2? Nee. Die sind ein bisschen weiter oben dann aber, ne?
Aber hier sehe ich die komplette Kolonne. Hinter mir ist aber keiner. Naja, gut, 4 Sekunden hinter mir ist das auch schon wieder jemand. Aber der interessiert mich eigentlich mal relativ wenig, weil wenn der mich überholt, dann ist es sowieso vorbei mit dem ersten Platz. Ich will hier jetzt aber auch nicht weggerammt werden. Ich will hier echt nicht weggerammt werden. Oh, gefährliche Stelle. Oh, krieg ich's? Ja, das kriege ich auch hin jetzt, oder? Ich bin zwar richtig komisch geflogen, aber das kriege ich hin. Das kriege ich hin, ey. Boah, der ist immer weit geflogen. Der ist ja mal weit geflogen. Und daneben, na gut. Da sind wir schon mal 6, da. 3 Sekunden noch. Wie viele Checkpoints noch? Scheiße, nur noch... nur noch 3 Checkpoints. Da vorne ist das Ziel irgendwo. Da komme ich nicht mehr ran. Da komme ich nicht mehr ran. Kann das nicht noch ein bisschen länger dauern, ey? Ich wäre doch schon so nah. Ich wäre doch schon so nah. 2,8 Sekunden. Da muss das Ziel sein, da vorne. Schade, schade, schade. Geht sich leider nicht mehr aus. Aber trotzdem, cooles Rennen. Wenn es euch auch gefallen hat, ja, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich bin erstmal draußen. Euer Duzi, haut rein und ciao.